Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu unserer heutigen Tour aus den Niederlanden. Die Andrea ist heute mit dabei und wir machen ein paar Tage Urlaub hier, Radfahrurlaub in den Niederlanden, haben uns zwei Touren vorgenommen. Heute diese hier entlang der Amstel nach Amsterdam und gestartet sind wir gerade in Ouderkerk oder wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich denke ja Ouderkerk ist richtig. Den Tipp haben wir vom Jakob bekommen und dort kann man halt gut parken. Und dann entlang der Amstel hier nach Amsterdam radeln. Da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Und am Ende vom Video gibt es dann noch die Übergabe aus meiner Taschenverlosung. Ich habe die Falk Pro vom Falkental verlost. Und der Uwe aus Selfkant hat die gewonnen und der ist momentan auch in den Niederlanden. Und darum kriegt er die hier überreicht. Aber jetzt erstmal ein paar Impressionen hier von der Amstel auf dem Weg nach Amsterdam. Und aus der Idylle heraus plötzlich ganz krass der Kontrast hier mit der Autobahn. Die Großstadt rückt näher. Gerade noch so. Und jetzt so. In einer Weltfahrradstadt wie Amsterdam werden natürlich Trends gesetzt und das zum Beispiel hier mit diesen Fahrradtaschen. Guck mal, hatte ich früher auch mal, Ende der 70er, ist wieder in anscheinend. Ja, hier ist gut was los auf den Radwegen heute Morgen. Ist ja wirklich herrliches Wetter. Und es ist ja auch ein Wochentag. Leute müssen ja auch zur Arbeit oder hier links zur Universität hier im Hintergrund. Kommen jetzt hier so langsam Richtung Altstadt. Das ist herrlich für uns zum Radfahren hier. Und die Radwege ja wirklich meistens getrennt sind hier von der Straße, so wie hier jetzt. Und die größte Bedrohung für uns jetzt hier nicht die Autofahrer sind, sondern wir selber. Also die anderen Radfahrer und dann, dass wir es nicht gewohnt sind, mit so vielen Radfahrern hier auf einmal unterwegs zu sein. Tippitoppi. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls another.
sind jetzt hier am Hauptbahnhof in Amsterdam angekommen. Und das ist mal eine Fahrradstraße, ne? Schon echt beeindruckend. Aber für uns als Radfahrer hier heute echt auch nicht ganz ohne. Ich bin auch immer wieder beeindruckt von dieser Mischung hier der Architektur, ne? Dass man dann die alten Häuschen und die neuen so vermischt. Interessant. Da hätte ich jetzt ja auch Bock mitzufahren, hier mit der Fähre, mit dem Rad rüber. Aber wir müssen gar nicht rüber. Fühle ich mich als Münsterländer direkt wieder heimisch hier, ne? Parkpaletten wie in Münster am Hauptbahnhof. Hier seht ihr an der Prinsengracht in Amsterdam das Anne-Frank-Haus. Hier seht ihr nochmal in voller Pracht die Fahrradparkpalette hier am Bahnhof in Amsterdam. Darf natürlich nicht fehlen hier in Amsterdam, der königliche Palast. Und wahnsinnig viele Menschen. Alle ohne Maske, muss man sich erstmal wieder daran gewöhnen. So, was machen wir jetzt? Weißt du nicht? Ich würde mal sagen, wir radeln jetzt wieder entlang der Amstel und suchen unser Auto. Ich hoffe, ich finde das wieder. Die Altstadt haben wir jetzt hinter uns gelassen und so langsam müssen wir jetzt Richtung Amstel kommen. Andrea und ich probieren gerade was aus. Und zwar gibt es ja diese Kommunikationssysteme, ich glaube Intercom heißen die, ne? Wo man sich dann unterhalten kann, während man Fahrrad fährt. Kostet natürlich einiges, wenn man sich sowas anschafft, ist über Funkverbindung oder Bluetooth oder irgendwas. Und ein netter
netter Zuschauer von mir, also jemand von euch, hat mir einen guten Tipp gegeben. Es gibt eine App, ich glaube Jitsi heißt sie, ich blende das mal eben ein. Die kostet nichts. Und André und ich haben beide ein iPhone, haben jetzt hier den einen Knopf im Ohr. Das andere Ohr natürlich für den Straßenverkehr frei. Und so können wir uns unterhalten. Und kostet nichts. Kopfhörer haben wir, Handy haben wir ja. Und funktioniert bis jetzt tippitoppi. Also ich wollte jetzt hier rechts fahren, aber ich glaube, man kann hier das ist die Baustelle umfahren. Also nochmal eine Wendung. Hier geht's lang. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich wieder den Link nach Komoot mit der Strecke hier zum Nachradeln und natürlich auch mit dem kostenlosen Parkplatz in Auderkerk, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, in der Windmühle sind wir heute Morgen ja gestartet. Also wir müssen eigentlich auf die andere Seite der Amstel hier. Da haben wir noch keine Brücke gesehen. Und bei Fahrradnavi habe ich mich jetzt nicht mehr an die Strecke gehalten. Auch ist ja schön, wir radeln einfach weiter. Irgendwann kommt ja auch eine Brücke. Oder eine Fähre oder irgendwas. Auf jeden Fall zum Nachradeln empfohlen, das Ganze hier. Und da auch jetzt die Brücke über die Amstel. Soweit jetzt erstmal zur kleinen Tour hier der Amstel entlang nach Amsterdam. Kommen wir jetzt zur Taschenübergabe. Ja, liebe Leute, ich habe es ja zu Beginn des Videos schon angekündigt, dass heute auch die Gewinnübergabe von der Fahrradtasche ist, von der Falkenthal Falk Pro 3-in-1 Fahrradtasche. Und der Uwe aus Helfgarn, der hat die gewonnen, das freut mich ganz besonders, weil wir kennen uns schon von vorherigen Touren im Münsterland. Der hat mich ja schon mal besucht, der macht ja auch gerne Urlaub im Münsterland. Du und deine Frau, die Ilse, die sich jetzt hinter der Kamera versteckt, weil sie muss das ja mit Uwes Kamera auch hier filmen. Und du hast ja auch geschrieben im Streamer, als ich das gelost habe, im Chat, dass du noch nie was gewonnen hast, dass noch du noch nie was gewinnst. Und von daher, das war ja nicht manipuliert, ist jetzt Zufall, ich gönn's dir auf jeden Fall. Hier ist das gute Stück drin. Komm, ich pack einmal eben aus hier. Willst du den Karton dazu haben oder soll ich den Karton wieder mitnehmen? Ich schmeiß ihn irgendwo mit dem Altpapier. Hier ist das gute Stück, nagelneu. Super. Das 2022er Modell, die Falk Pro von Falkenthal. Und was ich auch ganz besonders toll finde, dass du das Swobo Tippitoppi Shirt an hast. Warte, ich hol mal die Kamera ein bisschen näher ran, dass man das auch sehen kann. Leute, ich bin begeistert, guck mal hier. Das gehört einfach dazu. Ne? Ja, finde ich klasse. Ja. Ne? Das freut mich. Ja. Du bist ja auch einer meiner treuesten Zuschauer, weiß ich ja. Von Anfang an. Und darum, ich komme euch ja auch noch besuchen in diesem Jahr. Wir werden auch noch eine Tour fahren in Zelfkant. Habe ich ja schon mal angekündigt. Das wird auch noch kommen. Aber jetzt sind wir erstmal in den Niederlanden. Morgen fahren wir eine Tour zusammen hier mit dem Jaco. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ist immer was ganz was Besonderes. Ja. Und dann genießen wir noch den Abend, sag ich mal hier. Ja. Sonne geht langsam unter. Ich sag recht schönen Dank. Bitte schön. Erste Mal gewonnen und die wird wahrscheinlich morgen schon eingesetzt. Ja, siehst du? Dann seht ihr die im nächsten Video, nächste Woche. Und wir lassen uns jetzt gut gehen hier in der Pension. Wie heißt das gute Stück? Non Solovino, richtig ausgesprochen? Non Solovino. Non Solovino. Siehst du, ich als Emsländer so ein bisschen italienische Mundart habe ich mir auch aufgeschafft. In dem Sinne. Tschüss. Freut mich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr dabei geblieben seid. Das Video zu Ende zu gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, hat den Kanal natürlich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Ciao.